Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 27. November 2018 mit dem Video Engelbotschaft, Engelführung durch den Tag. Heute sagen die Engel zu dir, lass das Bedürfnis nach Kontrolle los. Wenn du Situationen oder Menschen kontrollieren willst, auch dich selbst, ist dies lediglich ein Zeichen von Angst und Misstrauen. Habe Mitgefühl, wenn du diese Tendenz bei dir selbst oder anderen erkennst. Erkenne, dass du oder diese anderen Menschen einfach die Zusicherung brauchen, dass das Universum der göttlichen Ordnung folgt und du darauf vertrauen kannst. Umsorgende und aufrichtende Liebe ist die richtige Medizin gegen diese Ängste. Schließlich fühlt sich die Person, die alles zu kontrollieren versucht, so, als hätte sie gar nichts unter Kontrolle. Wir können helfen und intervenieren, indem wir die ganze Situation mit unserer hellsichtigen Vision des erwünschten Ergebnisses umgeben. Wenn dein Vertrauen erschüttert worden ist und du nur das Bedürfnis nach dauerhafter Sicherheit hast, baue auf unseren festen Glauben. Wir können deinen eigenen mit unserem unbegrenzten Vorrat stärken. Dann siehe, wir wissen, dass alles gut für dich ausgehen wird und dass Liebe und göttliche Ordnung die alleinige Kontrolle haben. Je mehr du dir diese Wahrheit bewusst bist, desto beruhigter wirst du sein. Und mit dem Gefühl des Friedens geht das Wissen einher, dass alles wirklich unter Kontrolle ist. Und ein Gedanke an dich für den heutigen Tag. Ich weiß, dass diese Gegebenheiten völlig unter Kontrolle sind. Ich vertraue darauf, dass dies ein gerechtes und von göttlicher Ordnung gelenktes Universum ist. Die unendliche Weisheit Gottes hat diese Situation bereits zum besten Ergebnis geführt. Ich weiß, dass diese Gegebenheiten völlig unter Kontrolle sind. Ich vertraue darauf, dass dies ein gerechter und von göttlicher Ordnung gelenktes Universum ist. Die unendliche Weisheit Gottes hat diese Situation bereits zum besten Ergebnis geführt. Das war die Engelbotschaft für heute. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage bis bald. Namaste, deine Valeria.